Was ist das denn? Hat hier jemand Kaffee verloren oder was ist das? Morgen und herzlich willkommen im neuen Fit Couple Diet Vlog. Vlog. Wir waren gerade beim Arzt und gehen jetzt aber erstmal ins Training. Und nach dem Training werde ich euch dann erzählen, wo ich denn war und was dabei Sonne rauskam. Genau. Aber jetzt erstmal pullen. Pull. Bis gleich. Freunde, aus dem Training zurück, wollte ich euch noch kurz mitteilen, bevor es für mich unter die Dusche geht, beziehungsweise euch daran erinnern, dass ihr dem Video einen Daumen da lasst, denn nur so kann der Kanal wachsen. Deswegen, wenn euch das Video gefällt, lasst uns auch bitte einen Daumen da und dann geht's gleich. Ja, hast du Essen? Ja, dann gibt's gleich was zu essen und wir haben euch noch was zu erzählen. Auf dem Schlachtfeld wird fleißig geschnippelt. Zwei Salate werden vorbereitet. Was machst du hier so Feines? Ich mache Salate mit Salat, Champignons, Tomate und für mich gibt es noch Gurke. Für dich ohne Gurke? Weil du magst keine Gurke. Was ist denn mit meinem Feta? Und Feta? Für Eike. Für Eike. Und Hähnchen natürlich. Das ist gerade schon am Dampfgarn. Und wie man dich kennt, bis zum Seriensuchten. Was schaust du? Good Wife. Hat mir eine Freundin empfohlen. Und ja, seitdem gucke ich das beim Cardio, beim Kochen und dann, wenn du nicht dabei bist. So, während unsere Mikrowelle noch fleißig am Dampfgarn ist, haben wir euch aber noch was zu berichten. Und zwar haben wir eine kleine Story, die sich auf unseren Arztbesuch heute Morgen bezieht. Aber da kann Wenke euch am besten mehr zu erzählen, denn es geht um sie. Genau. Und zwar leide ich jetzt, was heißt leide? Also ich habe seit ungefähr 3 Jahren, dass meine Beine immer dicker werden, immer breiter werden. Und ich habe nie so verstanden, warum. Dazu kam dann noch, dass ich vor allen Dingen im Sommer beim Laufen starke Schmerzen hatte. Ich konnte nicht mehr vernünftig laufen. Ich bin so rumgewatschelt wie ein Pinguin, weil meine Beine dann auch im Sommer durch die Hitze so angeschwollen sind. Wie gesagt, die schwellen auch von morgens bis abends an. Also abends ist es dann nochmal mehr. Und natürlich dachte ich auch immer, ich hätte so ein schlechtes Bindegewebe, dass meine Beine einfach so aussehen. Und auch nach der Diät jetzt war ich halt mit meinen Beinen nicht so zufrieden. Mit meinem Oberkörper bin ich immer zufrieden, aber mit meinen Beinen halt nicht. Und ich habe mich gewundert, warum nehme ich in der Diät nicht so an den Beinen ab? Warum? Warum bleiben die einfach so? Genau, also es war halt so, dass Wenke in der Diät am Oberkörper viel stärker abgenommen hat als an den Beinen und am Po. Und wenn man sich so ältere Bilder von dir anschaut, dann war dieser Unterschied zuvor nicht so groß. Und erst zum Ende der Diät hin hat man sozusagen an den Beinen eine Verbesserung feststellen können. Minimal. Naja, minimal nicht, aber man hat auf jeden Fall eine Verbesserung feststellen können. Nur die Problemzonen, die bestehen, die waren halt immer noch da.
Und der Erfolg, der war wirklich sehr gering. So. Und ja, und im Laufe des Fortschreitens bin ich dann natürlich auch irgendwann mal zum Arzt gegangen, weil es auch einfach nicht normal war. Ich hatte auch Schmerzen zum Beispiel beim Beintraining. Also im Sommer im Alltag Schmerzen und ab und zu unabhängig von irgendwas. Ich kann das gar nicht einordnen, wann das kommt. Aber häufig auch beim Beintraining und dass ich dann halt beim Training auch Schmerzen habe. Deshalb bin ich mal zum Arzt gegangen, zu meiner Hausärztin. Die hat mich dann an weitere Ärzte weiterverwiesen. Ich war beim Venologen oder so. Die haben dann halt geguckt, ob meine Lymphe vernünftig arbeitet, ob meine Venen in Ordnung sind. Schilddrüse bin ich ja sowieso immer in Behandlung. Dann wäre jetzt als nächstes der Kardiologe dran gewesen und meine Nieren hätten gecheckt werden sollen. Aber ich habe mich jetzt selber nochmal so eingelesen, woran das liegen könnte. Und da bin ich halt drauf gestoßen, dass es die Krankheit Lipödem gibt. Und Lymphödem. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, was man dagegen machen kann. Und dann sind wir heute einfach mal zu einem Schönheitschirurgen gefahren und haben ihn um Rat gebeten, weil durch eine Fettabsaugung. Also eine Fettabsaugung ist zum Beispiel ein Therapieinhalt, die letzte Stufe davon. Und ja, da haben wir uns dann heute mal drüber informiert, was der da so zu sagen hat. Und er hat dann meinen Verdacht sozusagen bestätigt, mich an ein Therapiezentrum in Bremen verwiesen. Und ja, das ist jetzt der nächste Schritt, das Zentrum zu kontaktieren. Und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Genau, also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt einmal dieses Lipödem, dann gibt es ein Lymphödem und dann gibt es eine Mischform daraus. Und jetzt müssen wir sozusagen durch dieses Therapiezentrum, diversen Stufen, durch die Wenke durchlaufen muss, herausfinden, wie wir das Ganze sozusagen behandeln lassen können und was es genau ist. Denn nur wenn wir wissen, was es genau ist, kann man dann theoretisch auch den letzten Schritt angehen und das Ganze operativ entfernen lassen. Weil es Unterschiede zwischen diesen Arten gibt. Das eine sind halt die Lymphe, dass man dort Wassereinspeicherung hat, aber das andere sind dann halt auch fürs Fettgewebe. Genau, Fettgewebe, was durch eine Diät und durch eine Ernährungsumstellung oder durch Training nicht verschwindet. Also man kann es etwas eindämmen, das haben wir halt auch gemerkt während der Diätphase, aber es verschwindet nicht. Und der Arzt hat auch gesagt, das kann ein Problem sein, was man sein Leben lang mit sich zieht. Es ist ein Problem, was man sein Leben lang mit sich zieht. Aber man kann es halt eindämmen. Und wir sind jetzt halt sozusagen so weit, dass wir sagen, okay, jetzt geht Wenke erstmal in dieses Therapiezentrum, lässt das Ganze dort behandeln und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn es möglich ist, dass man sozusagen einen Teil noch durch eine OP entfernen kann, weil es belastet dich halt auch. Ja, absolut. Vor allen Dingen gerade in unserem Sport. Ich habe so viel getan, um in meine Topform zu kommen. Viele von euch schreiben mir ja auch noch, ne, das ist auch mega lieb, ey, danke schön. Ich freue mich über jede Nachricht, dass ihr schreibt, dass ihr meine Form auf der Fibobombe fandet und dass alles super ist. Aber es belastet mich halt doch, weil ich es genau sehe, fühle vor allen Dingen. Ich fühle ja den Schmerz und ich trainiere halt drauf, so wie jede andere Frau wahrscheinlich auch, die Fitness betreibt, um den Hintern zu vergrößern. Aber das funktioniert bei mir nicht, weil meine Oberschenkel einfach so angeschwollen sind, dass mein Hintern einfach verschwindet. Also das ist meine Ansicht. Ja, und da habe ich mich halt immer gefragt, woran liegt das? Auf jeden Fall ist das Ganze nicht zu verharmlosen, denn wir sprechen jetzt hier nicht nur von irgendeinem Schönheitsideal, den Wenke verfolgt, sondern wir sprechen halt auch über Schmerzen. Die Wenke teilweise bei Trainings hat, vor allem wenn es ziemlich heiß draußen ist. Und sie schleppt das immer mit sich rum. Sie nimmt Medikamente, damit die Wassereinlagerungen nicht zu schlimm werden. Und um das Ganze ein bisschen einzudämmen und um auch diesen Schmerz einzudämmen. Aber wir reden wirklich darüber, dass wir versuchen, das Ganze zu bekämpfen und das Beste daraus zu machen. Und genau. Wir haben lange überlegt, ob wir euch das Ganze mitteilen sollen. Und wir haben uns gedacht, okay, jetzt mit diesem ersten Arztbesuch, beziehungsweise es gab ja schon Arzttermine zuvor, wo sozusagen nicht so wirklich was festgestellt werden konnte. Aber wir haben uns einfach gedacht, mit diesem ersten Arztbesuch und mit diesem nächsten Schritt zum Therapiezentrum lassen wir euch auch daran teilhaben, weil
Wenke wahrscheinlich nicht die einzige ist, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Genau, da finden sich viele wahrscheinlich auch nochmal drin wieder. Und ja, vielleicht kann ich nehme euch auf jeden Fall mit auf den Weg. Vielleicht könnt ihr daraus noch was mitnehmen für euch. Und ja, wir hoffen natürlich jetzt das Beste, dass es so weit wie möglich eingedämmt wird, dass es sich verbessert, auch dass nicht nur, dass die Schmerzen weggehen, auch dass sich das Optische verbessert. Und das ist klar, das braucht man jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass mir das wichtig ist. Also kontaktiert habe ich das Therapiezentrum. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass es weitergeht. Und sobald wir neue Infos haben, sobald wir den nächsten Schritt gehen können, erzählen wir euch das natürlich und nehmen euch mit. Also behandelt dieses Thema bitte sensibel. Das ist wichtig für Wenke. Und man hat natürlich immer Angst, mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wie reagieren sozusagen die Zuschauer darauf? Deswegen wäre es schön, wenn ihr auch dieses Thema sensibel behandelt und wir zeigen euch dann gerne auch, wie es dann weitergeht. Genau. Also, jetzt gibt es aber erstmal was zu essen. Ja. Essen. Tschüss. So, Freunde, bei uns gibt es jetzt aber erstmal einen Salat nach dem Training. Wird Zeit, schon richtig Hunger. Gegarten Chicken. Wenke hat das Ganze schon getrackt. Ich hatte 100 Gramm gebratenes Hähnchen. Bei Fitnessball kann man das ganz geil so eintracken. Da gibt es Hähnchen plus Filet gebraten. Tomaten habe ich einfach als allgemeines Gemüse mit 200 Kalorien eingetrackt. Mit 36 Kalorien eingetrackt. Jetzt sind wir nur bei 200 Kalorien. Der ganze Salat. Der ganze Salat. Genau, bei mir ist es halt ein bisschen mehr. Bei mir ist es halt ein bisschen mehr, weil ich 130 Gramm gegartes Chicken habe und ja, ich muss noch eintragen. Bei dir sind das, warte, 250. Mensch, du günstiger. Übel. Ah nee, du hast ja noch Feta. Ach, ich habe noch Feta. Aber ich muss es gleich erstmal eintragen, also von daher. Was war das? Das war ja bloß 15 Gramm Feta oder so. Ja, dieses haben wir 275 Kalorien. Ja, also. Auf jeden Fall benutzen wir für unseren Salat immer irgendwelche kalorienarmen Soßen. Wir haben nichts Spezielles da, sondern immer mal andere Sachen probieren wir aus. Jetzt haben wir hier von Nutrifool welche am Start. Und von Calofit, die hat Rico mir mitgegeben. Aber ihr findet auch auf Body and Fit, www.bodyandfit.de. Kalorienarme Soßen, alles mögliche, auch die Nutrifol-Soßen. Und da könnt ihr gerne mal abchecken und mit dem Code EIKE10 könnt ihr auch noch 10% sparen. Guten Hunger! Und mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass noch ein paar Carbs und ein bisschen mehr Protein nicht schlecht wären. Und genau deswegen zwei Toast mit Exquisa und Hähnchenbrustaufschnitt dazu. Ab in den Keller und die beiden Koffer müssen mit zu meinen Eltern. An apple a day keeps the doctor away. Ah, wer ist denn da? Alles geil? Alles geil? Hey! Moin! Hallo! Na, Kleiner? Ja. Ja, ja, komm her. Oh, was freut dich so. Ja. Moin. Hallo. Na, seid ihr am Tee trinken? Ja, ich hätte. Das sieht gut aus. Na, wo ist mit dir? Ah, oh, super. Gott, ist so nah, Taschen gegen die alle lang. Ja. Und Sky will auch nicht weg. Der harte Hund. Sky, was hast du hier gemacht? Alles voller Haare. Ein Haar oder zwei, drei. Los, Sky. Ja, wa? Das meine ich auch. Lang doch, den ich hier nur. So, damit Oma auch mal eben die Urlaubsbilder sehen kann, machen wir mal den neuen Vlog an. Beziehungsweise den Urlaubsvlog. So, aber wenn ich schon mal hier bin, dann werden jetzt auch die Haare geschnitten. Also, schaut es euch an. Jetzt gleich sieht es anders aus. 3, 2, 1, zack, und so schnell sind die Seiten ab, da fühlt man sich doch gleich viel frischer. Und da ist direkt der nächste dran. So, ich hau ab. Tschüssi. Ja, grüß zu Hause. Mike, tschüss, Guy. Jo. So, Freunde, wer kommt da von der Arbeit? So schnell sieht man sich wieder, ha? Hallo.
Ist kalt, oder was? Kalt, komm schnell, zackig, zackig. Ganz schnell, ganz schnell. Nicht fühlen. Wir sind schon wieder beim Sport. Eigentlich wollten wir nach dem Training unsere Cardio-Einheit noch machen, haben wir dann aber zeitlich nicht geschafft, weil Wenke zur Arbeit musste und ich musste halt noch zu meinen Eltern. Und weil wir das zeitlich nicht geschafft haben, aber heute noch Cardio machen wollten, haben wir uns gesagt, okay, sobald Wenke mit der Arbeit durch ist, treffen wir uns nochmal hier, machen noch ein bisschen Cardio. Und ja. Da sind wir. Heute ganz schön schweißtreibend, sag ich euch. Ich denke, man sieht es mir an. Da ist das ganze Essen, was rausfällt. Aber das Gute ist an Cardio, ich fühle mich danach immer wie neu geboren. Eine Ewigkeit später. So muss ein Oatmeal aussehen. Für mich eine große Portion, für Wenke eine kleine Portion. Das wird jetzt unser Post-Workout-Meal sein. Eine ordentliche Ladung, Haferflocken, Quark, alles Mögliche haben wir dort reingehauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenke sitzt da hinten am Snappen. Wenke! Hallo! Hallo! Auf jeden Fall möchten wir uns jetzt bei euch verabschieden. Ihr seht, wir kommen gerade aus der Dusche, wir sind in Feierabendstimmung und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Bitte behandelt das Thema mit Wenke sensibel. Es ist etwas sehr Privates, aber wir möchten trotzdem, dass ihr mit dabei seid. Und dann würde ich einfach sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben für uns. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Also bis dann, Leute. Ciao, lasst auch gerne ein Abo da. Ciao, tschüss.